Sag nicht, du hast verbockt. Ich hab dir doch gesagt, dass Sporthochschule nichts für mich ist. Ja, das tut mir echt leid. Ey, du verarscht mich. Ich hab bestanden. Mach das nicht nochmal. Es war so knapp. Schwimmen war noch nie so mein Ding. Die Leichtathletik nochmal wieder gegen Klacks. Das müssen wir feiern. Ich hab Bier kalt gestellt. Olli, ich wollte mich bedanken. Für die mentale Unterstützung, oder was? Nein. Dafür, dass du mich heimlich angemeldet hast. Allein hätte ich mich nie getraut. Und dass du jetzt so mitfieberst, nachdem was alles passiert ist, das ist echt super nett von dir. Hey, Jungs. Ist irgendwas passiert? Nein. Ja, ich hab bestanden. Deine Prüfung? Ja. Hey, Gratulation! Danke. Ich hole noch mal ein Bier. Cool. Hey, Gast 84. Melde mich erst jetzt, weil ich gestern Nacht mit meinem Süßen gefeiert habe. So gut haben wir uns echt noch nie verstanden. Es war der Hammer. Hey, Halunke. Hab gestern auch gefeiert. Mein Schädel fühlt sich an wie vom Traktor überfahren. Aber mal ehrlich, der Typ, der steht auf dich. Warum sollte er mit dir feiern, wenn er genau weiß, dass du ihn magst? Komm rein. Weißt du schon das Neueste? Mir ist so ein geiler Typ eingezogen, der ist echt hammerscharf. Aber leider ist er sowas von schwul, ne? Wie wär's? Danke, kein Bedarf. Hast du also wirklich jemanden beim Chatten kennengelernt? Da wurde ja auch Zeit, dass du über die Lusche hinwegkommst. Zumindest habe ich jemanden kennengelernt, der meine Probleme mit Christian versteht. Und nicht über ihn lästert. Im Gegensatz zu dir. Übrigens, wegen Foto. Ich send dir jetzt einfach mal eins von mir. Hoffe, dass du dich danach auch outest. Bin gespannt. Allerdings glaubt mein Chatpartner, dass Christian schwer auf mich steht. Sind jetzt endlich ins Bett? Als ob's nur darum geht, poppen. Und was denn sonst? Christian behandelt mich endlich nicht mehr, als hätte ich die Pest. Wir haben uns gestern sogar kurz umarmt. Wow, wie versaut. Ich bin einfach froh, dass wir uns wieder gut verstehen. Jetzt, wenn du hier nur chatten willst, dann kann ich auch wieder gehen. Das macht mir einfach Spaß. Zumindest mit dem netten Typ hier, der versteht wenigstens, was ich fühle. Ich krieg schon Schweißausbrüche, wenn wir beide im gleichen Raum sind. Warum habe ich ihm das alles geschrieben? Wenn ich so weitermache, merkt er von selbst, wie sehr er mich verwirrt. Eigentlich ein Wunder, dass er immer noch nicht rafft. Was bei mir gefühlsmäßig abgeht. Ist doch total süß, findest du nicht? Total süß. Du kapierst einfach nicht, worum es hier geht. Ich hätte von meinem Outing gern jemanden gehabt, zu dem ich so offen hätte sein können. Oder hier, hör mal. Ich habe mich zusammengerissen, wie du mir geraten hattest. Und zuerst war auch alles ganz locker, aber dann hätte ich, Idiot, mich mal wieder beinahe verraten. Der geht noch total verkrampft an die ganze Sache ran. Naja,
Auf jeden Fall habe ich gefunden, dass es an der Zeit ist, dass er erfährt, wer ich bin. Jedenfalls habe ich ihm vorgeschlagen, endlich mal in die Pötte zu kommen, aber ich glaube, der hat noch viel zu viel Schiss. Mein Obersensibelchen. Dein Geschmack würde ich gerne mal verstehen. Hey Christian, erzähl doch mal aus deinem Erfahrungsschatz. Sind Ollis Tipps wirklich immer in allen Lebenslagen die tollsten? Ja, nicht in allen. Christian war ja auch erstmal sauer, als ich ihn an der Sporthochschule angemeldet habe. Aber inzwischen freust du dich doch selbst, oder? Ach so. Und als Dank darfst du mich jetzt von vorne bis hinten verarschen, oder was? Was geht denn jetzt ab? Du bist echt das allerletzte, Olli. Hey, jetzt wart mal! Kapierst du, was der jetzt hat? Ziemliches Problem mit dir? Auf jeden Fall wünsche ich dir von Herzen alles Glück dieser Welt. Und dass du dir klar darüber wirst, was du empfindest. Ich bin mir sicher, dann kannst du auch dazu stehen. Was ich empfinde? Ich scheiß drauf! Das war's. Ende der Story. Tomatensaft. Ist gut gegen frühzeitige Hautalterung. Bei dem Mitbewohner echt nötig. Warum gibst du dir den Christian überhaupt noch? Weil wir uns in letzter Zeit total gut verstanden haben und jetzt plötzlich... Ich kapier das nicht und ich hab langsam echt keinen Bock mehr auf seine Zickereien. Schmeiß ihn raus. Sie könnte ja erstmal das Zimmer übernehmen. Ich meine, damit ihr keinen Mietausfall habt. Nee, nee. Erst will ich wissen, warum ich ihn angeblich schon wieder verarsche. Christian ist mir eine Erklärung schuldig. Ist Monsieur jetzt in der Lage, wieder normal zu reden? Raus. Erst wenn du mir sagst, was du schon wieder hast. Du machst dir einen Höllenspaß daraus, mich zu verarschen und fragst mich, was ich wieder habe? Hat es irgendwas mit der Sporthochschule zu tun? Ist es jetzt doch ein Problem für dich, dass ich dich da angemeldet habe? Sporthochschule? Ich habe genau gehört, wie du dich mit Olivia unterhalten hast. Wie er wohl reagiert, wenn er mein Foto sieht. Weißt du wie? So! Was denn für ein Foto? Ich weiß echt nicht, was hier schon wieder los ist. Aber ich weiß, welcher Chatname besser zu dir passen würde, Halunke! Arschloch zum Beispiel! Warte mal! Bist du Gast 84? Den gibt's nicht mehr. Dann ging's beim Chat um uns beide. Jetzt warte mal, ich hab das wirklich nicht... Verschwinde endlich! Nein! Zugleich an aufs Maul, oder was? Ich hatte keine Ahnung, dass du Gast 84 bist. Du warst an meinem Laptop. Du bist doch bescheuert. Du bist völlig krank. Pass mal auf, ich kann gut verstehen, dass du ein Riesenproblem damit hast, dass du deine Outing-Probleme ausgerechnet mir erzählt hast. Ich habe keine Outing-Probleme. Du pumpst dir doch nur so rum, weil es für dich ein Riesenproblem ist, dass du auf Männer stehst. Ich bin nicht schwul, kapiert? Wie würdest du es denn dann nennen? Seit Wochen beschäftigt dich nur eine Frage. Warum kriege ich diesen Kuss nicht aus dem Kopf?
Will ich uns was zu trinken holen? Nein, danke. Gast 84, ich find's schön mit dir. Willst du lieber allein sein? War dein heimlicher Chatpartner. Ja. Und jetzt bist du sein Bettpartner. Geht's vielleicht noch lauter? Oder steht Gast 84 vielleicht dafür, dass er schon mit 84 Männern hat? Das ist so ein Quatsch, ey. Das war sein erstes Mal und das bleibt wirklich unter uns. Jetzt richt dich doch ab, ich bin doch selber drauf gekommen. War doch schließlich klar, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Warum? Warum? Der Typ hat mich bestimmt 1000 Mal gesehen, ja? Und hat mich nie angegraben. Ach so, ja. Ja. Klar, da muss er schwul sein. Genau. Na egal. Wie war's? Erzähl. Jetzt bin ich dir bestimmt nicht auf die Nase. Oh, jetzt komm schon. Der Gentleman genießt und schweigt. Allerdings weiß ich nicht, ob Christians Schweigen auch zu bedeuten hat, dass er es genossen hat. Hallo? Dass er total heiß auf dich war, das weißt du doch noch aus dem Chat, oder? Und geübt bist du auch. Halunke. Also jetzt seh schon. Hat's ihm gefallen? Ich weiß es nicht. Danach hatte ich irgendwie das Gefühl, dass er es bereut. Danach will doch keiner wissen. Ich meine währenddessen. Jetzt zieh dich nicht so, Mann. Sowas merkt man doch irgendwie. Ja, ich glaube währenddessen nicht. Ja, siehst du. Gestern hast du noch gedacht, es wird nie was. Und jetzt ist er schon ein kleines Chrissy-Baby. Vielleicht ist es ihm gerade noch ein bisschen peinlich, aber da kommt er bestimmt auch drüber weg. Kann sein. Ja, ich war nach meinem ersten Mal mit einem Typen ja auch ziemlich neben der Kappe. Wissen, wie es mir geht, ja? Und? Gut. Richtig gut. Dich nochmal zu küssen, das war ein guter Tipp. Danke, Alunke. Ich dachte schon, du bekommst keine. Weil ich das Thema jetzt abhaken kann. Ich sehe es als Experiment. Mit dem Ergebnis, dass ich definitiv nicht auf Männer stehe. Sie ist doch positiv. Ich habe kein Gefühlschaos mehr und wir können uns wieder über ganz normalen WG-Scheiß streiten. Lassen sich da mit so kleinen Händen echt Steine schleppen? Hallo, das ist eine Baustelle.
Ja, da gibt's doch bestimmt genügend kräftige Jungs. Davon träumst du, hm? Bestimmt nicht. Außerdem, wer schon die Mädels schleppen lässt. Ich bin nicht aus Zucker. Aber ein bisschen heftig war es heute schon. Ich glaube, ich hau mich hin. Macht. Nacht. Alles klar? Hast du noch ein Bier für mich? Oh Mann, das war keine Anmache. Es wird ja auch nichts bringen. Christian, ich kenne das. Was? Nach dem ersten Mal, da ist man erst mal durch den Wind. Merke ich aber nichts von. Olli, und damit eins klar ist, man muss alles mal ausprobiert haben, aber einmal reicht. Lügst du dir da nicht in die Tasche? Ach, mit Frauen ist es einfach besser. Dann träum schön. Von Coco. Ist noch was? Du schaffst das. Also ich drück dir die Daumen. Danke. Sollen wir nicht Anima? Los, es wird langsam Zeit. Nein, ich muss vorher noch was essen. Ich habe irgendwo Bananen gekauft. Ja, pfeif den paar Bananen rein. Bis später. Wir sehen uns unten. Danke. Gibt's noch eine? Muss mal gucken. Wann geht's los? Jetzt gleich. Und? Gut drauf? Naja, ich habe ja auch schon schwimmen geschafft, ne? Eben. Ich habe noch was für dich. Hier. Yeah. Als Glücksbringer, den hat Charlie mir mal geschenkt. Ja, bei mir hat er immer geholfen. Ach ja. Du weißt schon. Heute soll er dir Glück bringen. Brauche ich nicht. Hier geht's um Leistung und nicht um Glück. So, das noch und du hast es. Komm. Auf die Plätze. Fertig. Fehlstart! Das ist schon der zweite. Was ist denn los mit dir? Das nervt mich nicht. Wir machen eine kurze Pause. Ja, super. Komm mal mit. Trink was. Du hast es gleich geschafft. Konzentrier dich und du bist durch. Noch ein Fehlstart und ich kann einpacken. Ja, dann machst du eben keinen. Christian, lass dir Zeit. Im Sprint bist du Weltmeister. So wie im Geräteturnen? Kein Grund, den Kopf zu verlieren. Du hast vielleicht einen schlechten Tag, aber das packst du jetzt nochmal. Du musst hier nicht antreten, ja? Jetzt reiß dich mal zusammen. Um Messen Zukunft geht's, ja? Willst du Sport studieren oder nicht? Willst du mich jetzt noch unter Druck setzen? Das hilft mir bestimmt. Ich kann dir sagen, was dir jetzt helfen wird. Du machst die Augen zu und sagst dir, ich schaff das. So ein Schwachsinn. Es geht weiter. Zeig's ihnen. Na los. Auch hier? Nein, meine Fankurve geht doch gar nicht. Ja, dann fangen wir unten mit Daumen drücken, weil das ist die letzte Chance, die er hat. Oh. Auf die Plätze! Auf die Plätze! Fertig! Komm, 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 komm.
Hey! Und? 12 Mann. Das heißt? Es reicht. Komm, wir fragen nach, ob es gereicht hat. Und, wie sieht's aus? Hat's gereicht? Hast du bestanden? Du sprichst mit einem frisch gebackenen Sportstudenten. Ja! Sehr gut. Alter Schwede, erst die 2 Fehlstarts, dann so eine Show. Musst du erst Olli zum Daumen drücken kommen, dass dir was reißt, hä? Da ist er ja. Wie sieht's denn aus? Können wir los? Ich hole mir noch irgendwas zu trinken, okay? Entspann dich. Ich hol dir was. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du kannst Unterstützung gebrauchen. Dann hätte ich dir Bescheid gesagt. Ciao. Falls es dich beruhigt, dann sieht er nicht an, dass wir zusammen im Bett waren. Was soll das jetzt? Ja, deswegen bist du noch so nervös, weil du nicht willst, dass es jemand rauskriegt. Quatsch. Können wir ja gleich deinen Studienplatz zusammen feiern. Hast du ein Problem mit mir? Nein. Mann, ja. Jedes Mal, wenn wir zusammen sind, muss ich daran denken, was zwischen uns passiert ist. Und das willst du nicht? Nein. Umso schneller ich das vergesse, desto besser. Wenn das so ist? Wo ist denn Olli jetzt rein, mein? Ach, da musst du noch irgendwas erledigen. Den hätten wir eigentlich mitnehmen können. Egal, der Wagen steht da hinten. Komm, lass los. Machst du meinen Scheller dazu mitnehmen, bitte? Ja, klar. Danke. Weißt du was? Charlie hat mich befördert. Ich kann jetzt wieder kellnern. Wow, Glückwunsch. Du kannst wenigstens so tun, als ob du dich freust. Kollege. Das tue ich ja. Ich habe nur gerade selbst genug Stress an der Backe. Lass mich raten. Der Stress ist männlich, wohnt mit dir zusammen und heißt... Christian? Lies es von meinen Lippen ab. Vergiss ihn. Es gibt noch andere Typen in Düsseldorf. Ziemlich süße sogar. Zwischen Christian und mir, da ist was. Ach ja. Nur leider bemerkt er nichts davon. Doch, er weiß es auch, aber er traut sich noch nicht, es zuzulassen. Mann, der braucht einfach noch ein bisschen mehr Zeit. Ja, klar. Zeit. Wozu braucht er denn noch Zeit? Entweder er steht auf dich oder nicht. Ach, Mann, Olivia, so einfach ist das nicht. Bitteschön. Danke. Christian hat sich zum ersten Mal einen Mann verguckt. Das ist der totale Flash für ihn. Aber irgendwann, da wird er es akzeptieren. Und so lange willst du jetzt auf ihn warten? Ja. Da kommt dein Romeo. Achso, ich dachte mir, weil du so schön gerannt bist, hast du heute frei. Und, wie ist es gelaufen? Bestanden hat er. Nee, echt, war herzlichen Glückwunsch. Und du bist dir sicher, dass er neuerdings auf Männer steht? Danke. Ja, ich hab dir auch die ganze Zeit die Daumen gedrückt. Deshalb hatte ich wahrscheinlich auf den Lauf meines Lebens. Ich werde mich revanchieren. Gerne, ich komme drauf zurück. Ihr beide trinkt doch mit. Klar. Na, dann trinken auf Christian. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hast du wirklich ganz toll gemacht. Danke. Auf dich. Ich wusste, du packst das. Stimmt das eigentlich, dass alle Sportstudenten so gut gebaut sind? Das solltest du mal kontrollieren. Sorry, ich muss dann schon los. Ich hab noch was zu tun. Olli.
wollte mich noch bei dir bedanken. Ich fand's nett, dass du zur Unterstützung gekommen bist. Ohne dich hätte ich die Prüfung wahrscheinlich verhauen. Stimmt nicht. Aber ich hab's gern gemacht. Du, Olli. Ja? Nicht so wichtig. Ich muss jetzt auch wieder runter. Die anderen warten schon. Okay. Saublöder Vollidiot.